Die meiste Zeit verbringt sie eigentlich am Schreibtisch. Dr. Lisa Baldinger ist Hühnerforscherin. Für Fütterung und Haltung hat sich die junge Wissenschaftlerin schon immer interessiert. Hier in Trenthorst wird gerade ein neuer Forschungszweig aufgebaut. Geflügelforschung. Von Interesse ist das Huhn der Zukunft. Und das soll Leistung bringen. Sowohl beim Eierlegen als auch im Bereich der Geflügelmast. Ich habe hier in meinen Händen eine unserer Lohmann-Dualhennen. Die ist jetzt 19 Wochen alt, hat zu legen begonnen. Und wenn wir hier das Gefieder ansehen, dann sehen wir also schön dichte Federn, schön dichtes Federkleid, schön überlappend. Und wenn sie jetzt gleich wegflattert, weil sie hat keine Lust mehr, dann sehen wir auch, dass die Flügel schön befiedert sind. Was unsere Forschungsaktivitäten hier in Trenthorst angeht, ist es uns wichtig, dass wir alle Versuche mit den Hühnern unter 100% Bio-Bedingungen durchführen. Schwerpunktmäßig werden wir uns in Zukunft mit Fütterungs- und Haltungsthemen beschäftigen, wobei der erste Versuch, der hier jetzt läuft, ein Fütterungsversuch ist, zum Einsatz von gekeimten Saatwicken als Futter für Legehennen. Was wir hier gerade sehen, ist der erste Tag eines Fütterungsversuchs, in dem gekeimte Saatwicken als Futter für Legehennen getestet werden. Und auf den ersten Blick sieht es mal so aus, als ob die Hühner die attraktiv finden, sage ich mal. Die Hennen sind erst 19 Wochen alt und haben gerade erst angefangen zu legen. Jetzt bleiben sie für eine volle Legeperiode in ihrem mobilen Hühnerstall. Das hier ist jetzt eines der Eier unserer Hennen. Das ist ein sehr kleines Ei, wie Sie sehen, ein Ei der Größe S, weil unsere Hennen noch jung sind und kleine Hennen, kleine Eier. In dem Fall ist das jetzt ein Bodenei, also eines, das die Henne hier am Boden gelegt hat und nicht da, wo sie es eigentlich legen soll, nämlich im Nest. Auch hier muss man sagen, dass einfach die jungen Hennen noch sich erst reinfinden müssen ins Eierlegen und da kann das dann schon mal passieren. Eins haben Frau Dr. Baldinger und die Hühner gemeinsam: Neugierde. Für die Forscherin hält der Bereich der Biohühner noch viele spannende Fragen offen. Und etwas, was uns halt sehr interessiert, ist die Frage der Auslaufnutzung. Also die Frage, welche Pflanzen aus dem Grünauslauf werden wirklich aufgenommen, welche haben sie gern. Die Frage von Strukturen im Auslauf. Da ist einfach noch sehr viel zu tun und wir freuen uns da schon sehr, uns diesen Themen widmen zu können.